Ja, ich bin Christian Knob, ich bin Medienpädagoge bei spielbar.de, dem Portal für Computerspiele der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir sind des Öfteren auch dieses Jahr auf der Play und machen einen Workshop heute Morgen. Wir haben in den letzten Jahren immer schon Let's Plays angeboten, also Let's Play Workshop, Let's Play erstellen, schneiden, Audio kommentieren zu einem Spiel. Dieses Jahr, weil ja auch The Time Is Now ist, wollten wir das eine kleine zeitliche Komponente reinbringen. Und dieses Jahr machen wir quasi Speed-Let's Plays. Das heißt, die Aufgabe ist sozusagen nicht mehr, man nimmt minutenlang Videomaterial auf und spricht dann dabei, sondern man soll das sozusagen zusammengedampft auf eine Minute den Kommentar zu einem Spiel machen. Let's Player werden immer beliebter, also Let's Player sind einfach beliebt, teilweise millionenfach abonniert auf YouTube. Das ist einfach was, man schaut Leuten beim Spielen zu. Das ist fast so wie früher, dass man neben einer Person saß auf der Couch und der beim Spielen zugeguckt hat. Und wenn die dann auch noch einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben, ist das quasi wie Unterhaltungsfernsehen. Genau, ist sehr beliebt in der Jugend. Also in erster Linie geht es ja darum, sozusagen in kurzer Zeit das Spiel zu verstehen. So ein Spiel hat ja Regeln und Spiel hat eine Geschichte und so weiter. Und es geht darum, sozusagen in sehr kurzer Zeit, die wir haben, das alles einigermaßen schnell zu erfassen. Und dann sozusagen die größte Herausforderung halt, alles Wichtige zu dem Spiel in einer Minute zu erzählen. Das ist sozusagen der hoffentliche Lerneffekt.